bin Susanne Tappon und mache eine Ausbildung zur Verwaltungswirtin beim Landkreis. Ja, ich bin Bert Normbrock und mache zurzeit das duale Studium hier beim Landkreis Cloppenburg. Ich finde, das ist eine gute Ausbildung, weil man halt auch verschiedene Bereiche kennenlernt und dann halt auch merkt, das ist was für mich, das ist nicht was für mich. Es wird versucht, den Studierenden einen möglichst breiten Überblick über die Tätigkeiten hier im Kreishaus zu geben. Und so wird man auch in verschiedenen Ämtern eingesetzt. Für den Ausbildungsberuf sollte man Lernbereitschaft mitbringen. Zuverlässigkeit. Der Umgang mit Menschen ist sehr wichtig. Man sollte schon eine gewisse Affinität für rechtslastige Fächer mitbringen. Aber auch politische Geschehnisse verfolgen. Teamfähigkeit finde ich persönlich ganz wichtig. Aber auch eine gewisse Portion Ehrgeiz ist ganz wichtig. Für meine Ausbildung braucht man den Realschulabschluss, also die mittlere Reife. Die theoretische Ausbildung findet im Studieninstitut in Oldenburg statt. Für das Studium braucht man Abitur, ein Fachabitur oder einen gleichgestellten Bildungsabschluss. Das ist ein dualer Studiengang, nennt sich Bachelor of Arts. Dauert insgesamt 3 Jahre, wovon 2 Drittel im theoretischen Teil in Hannover stattfindet und 1 Drittel hier halt im Kreishaus. Die Studiengebühren übernimmt der Landkreis Cloppenburg und zusätzlich hat man sogar noch den Vorteil, dass man eine Ausbildungsvergütung bekommt, die nicht gerade sehr niedrig ist. Die Übernahmechancen sind hier beim Landkreis Cloppenburg sehr gut. Ich persönlich mache mir keine Sorgen. Man sollte sich beim Landkreis bewerben, weil man gute Aufstiegsmöglichkeiten hat, aber auch viele Bereiche kennenlernt, Abwechslung hat. Das Arbeiten hier im Team macht Spaß. Für die Leute tätig zu werden, finde ich klasse. Das ist meine Vorstellung von einer guten Ausbildung.